Herzlich willkommen zu diesem Video mit dem Thema Projekthandbuch. Wir haben ein paar Informationen in jedem Projekt, die man irgendwo aufschreiben sollte und für die eigentlich ein Word-Dokument oder etwas Ähnliches zu träge ist, weil sich diese Informationen sehr häufig ändern. Zu diesen Informationen gehören, wer hat welche Telefonnummer, wer hat welche Rolle im Projekt, was sind die aktuellen Termine. Und dafür machen wir ein Projekthandbuch und das schreiben wir als Wiki auf. Wiki ist ja eine Form von Dokumentation, die jeder im Projekt zu jedem Zeitpunkt gleichgewichtig anpassen kann, sodass man da diese flüchtigen Informationen zu Terminen und Ansprechpartnern und so weiter sehr, sehr gut unterbringen kann. Das zeige ich Ihnen jetzt und zwar, wie Sie das mit dem GitLab-Wiki bauen können und wie da eine vernünftige Strukturierung aussehen könnte. So, jetzt habe ich die erste Seite vom Wiki aufgemacht. Ich habe hier auf Wiki geklickt und dann können wir hier die erste Seite erstellen. Und ich erstelle die hier mit der Markdown-Sprache. Markdown ist ein relativ einfaches Textformat, mit dem Sie letzten Endes HTML-basierte Seiten darstellen können. Oder die auch in anderer Form veröffentlichen können. Dieses Markdown-Format mit der Endung MD wird auch von Werkzeugen wie IntelliJ unterstützt und kann in GitLab sehr schön dargestellt werden. Also immer dann, wenn wir eine MD-Datei aufmachen, bedeutet das Markdown. Und was das auf sich hat, zeige ich Ihnen jetzt. Also, was wir vorhaben ist, wir machen das Projekthandbuch. Sie sehen hier schon das erste Tag, was ich hier verwende, dieser Lattenzaun, das ist eine Überschrift. Dann kann man die Überschriften hierarchisch machen. Das heißt, das hier ist eine Überschrift zweiter Ordnung. Also in HTML wäre das oben H1 und das hier ist das nächste wäre H2. Gehen wir in Inhalt. Was würden wir in dem Projekthandbuch denn lesen wollen? Wir brauchen Infos zum Team. Also wer sind die Ansprechpartner, wer hat welche Rolle, vielleicht ein Teamfoto und also Sachen. Dann hätten wir gerne ein paar Informationen zum Produkt. Irgendwo müssen Sie ja die Produktvision hinschreiben. Wir werden im Laufe des Projektes noch Persona-Modelle oder Persona-Hypothesen herstellen. Irgendwo werden Sie vielleicht den Kontext erforschen und so ein Kontext- oder Umgebungsdiagramm herstellen. Dann bauen Sie das Produkt im Rahmen von einem oder mehreren Projekten. Können ja ein Projekt sein oder mehrere Projekte in bei uns mehreren aufeinanderfolgenden Semestern. Also machen wir hier noch eine Abteilung zum Thema Projekt. Sie würden da eine Risikoliste hinschreiben, welche Ressourcen Sie brauchen, welche Termine geplant sind. Und irgendwo müssen Sie auch die Protokolle lagern, die Sie schreiben wollen. Also machen wir eine Abteilung zum Projekt. Was man noch machen kann, ist, ich würde es als eigene Abteilung aufmachen, ist die Abteilung Vertrag. Sie haben so ein paar Sachen, die juristische Konsequenzen haben. Dazu gehört die Datenschutzgrundverordnung. Da muss man einiges tun, damit man die einhält, falls Sie personenbezogene Daten im Projekt haben. Und das zweite Wichtige, was man eigentlich auch immer hat, worum man sich kümmern muss, sind so Sachen wie Open Source Lizenzen. Sie verwenden ja wahrscheinlich Open Source Bibliotheken. Und da muss man sicherstellen, dass man die weiß, welche Lizenzen man verwendet und dass man alle Lizenzauflagen einhält. Also wären das mal so die Überschriften, die ich jetzt empfehlen würde. Im Laufe des Projektes kommen sicher noch ein paar dazu oder wir stellen fest, dass die Gliederungsstruktur doch nicht so gut war. Dann ändern wir das wieder natürlich. Das können wir von jetzt auf gleich ändern. Also ich habe jetzt mit Markdown diese Seite erzeugt. Ich save die mal. Und jetzt sehen Sie, jetzt habe ich so ein Projekthandbuch auf der Home-Seite. Das ist so die erste Seite, auf die Sie einsteigen. So eine Landingpage könnte man sagen. Und da haben wir das Projekthandbuch drin. Und jetzt können wir hier die einzelnen Details einpflegen. Man kann auch die Historie anschauen. Ich drücke das hier mal an. Ich habe so ein bisschen schon mal rumgespielt. Sie sehen, ich bin hier schon durch drei Versionen durchgegangen. Das, was Sie hier hinten sehen, das sind IDs von Git-Commits. Das heißt, am Ende des Tages ist diese Wiki-Seite eine MD-Datei, die in einem Git-Repository verwaltet wird. Das Repository heißt fast so wie das Repository PVS, an dem wir gerade arbeiten. Da ist einfach noch die Endung .wiki dahinter. Das können Sie auch ganz normal auschecken und zur Not auf der Kommandozeile mit VI bearbeiten, wenn Sie das wollen. Machen wir jetzt hier aber nicht. So, jetzt haben wir eine Gliederungsstruktur. Jetzt können wir uns überlegen, was könnten wir für Details haben wollen. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall eine Seite.
Ich mache es hier mal so mit dem Spiegelstrich, dass das so wie ein Aufzählungspunkt wirkt. Man könnte das hier auch über das Kontextmenü erzeugen. Hat denselben Effekt. Eine Bullet List machen wir. Der macht den Spiegelstrichsvergleich am Anfang. Und was könnten wir lesen wollen? Und da könnte ich jetzt sowas haben wollen wie das Team stellt sich vor. Also Name, Ansprechpartner und so weiter. Was wir sicher brauchen, sind Vereinbarungen zur Zusammenarbeit. Wann wollen Sie sich treffen? Was sind Ihre bevorzugten Kommunikationskanäle? Und den Happiness-Index. Happiness-Index. So, das wäre vielleicht als Teaminformation interessant. Für das Produkt brauchen wir sicher die Produktvision. Wir brauchen vielleicht, falls wir das gesondert ausgewiesen haben, abgeleitet aus der Produktvision die Produktziele. So ein bisschen nicht so ganz trennscharf, man könnte auch Projektziele sagen, also was wollen wir mit dem Produkt erreichen, beziehungsweise was wollen wir mit unserem Projekt erreichen. Insofern kann man also an beide Dinge Ziele formulieren. Man könnte das MVP, Minimal Viable Product, irgendwo verwalten wollen. Und vielleicht machen wir noch einen Spiegelstrich zum Product Backlog. Das vielleicht zum Produkt. Was können wir beim Projekt noch haben wollen? Ich sag mal, die klassischen Sachen aus dem Projektmanagement sind hilfreich. Termine. Wir brauchen Ressourcen. Als Übersicht, zum Beispiel Beistellung des Auftraggebers. Vielleicht muss der Auftraggeber Ihnen ja eine Lizenz liefern oder einen Rechner oder Ansprechpartner oder sowas. Das muss dann auch irgendwo systematisch verwalten. Die meisten Projekte, die wir so machen, haben gewisse Risiken drin. Zum Beispiel der Ansprechpartner des Kunden ist nicht verfügbar oder die Technologie gibt nicht das her, was man will. Also haben wir so die klassischen Ecken vom Teufelsquadrat und die oder klassischen Themen vom Projektmanagement jetzt drin. Vielleicht belassen wir es mal dabei, das Video soll nicht zu lang werden. Das Ding wächst ja sowieso im Laufe des Projektes. Jetzt haben wir mal diese erste Gliederungsstruktur drin. Sie sehen, das hatte ich hier eine schöne Aufzählungsliste gemacht. Was wir jetzt als nächstes noch machen, ist, jetzt legen wir eine Unterseite an. Das heißt, ich habe in dem Aufgabenblatt für die erste Woche ja mehrere Teilthemen für die Wiki-Seiten zu erstellen sind drin. Das Team stellt sich vor, da braucht man eine eigene Seite. Die Vereinbarung zur Zusammenarbeit wäre hilfreich auf einer eigenen Seite. Und den Happiness-Index sollten wir auch einigermaßen einheitlich strukturieren, dass man den möglichst maschinell parsen kann. Das zeige ich Ihnen jetzt aber gleich. Also gehe ich nochmal in den Editor-Modus. Was wir jetzt machen können, ist, wir können jetzt Links vergeben. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach sagen, das ist der Link-Text in eckigen Klammern. Und ich schreibe in runden Klammern dahinter, wie die Seite heißen soll, auf die zu navigieren ist. Und bei den Vereinbarungen zur Zusammenarbeit. Ich mache das jetzt hier nicht für alle Sachen, sonst dauert es wieder zu lange. Also nur für die drei Themen, die jetzt im Aufgabenblatt drin sind. Vereinbarungen, nehmen wir das mal, Happiness Index ist der, nennen wir auch die Seite Happiness Index. So, wenn Sie jetzt die Namen anschauen, die ich hier reinschreibe, Teamvorstellung, Vereinbarung und Happiness Index, dann sind das Verweise auf gesonderte MD-Dateien, die dann Teamvorstellung MD, Vereinbarung MD und Happiness Index MD heißen oder die Seiten heißen entsprechend. Speichern wir das mal wieder, dann zeige ich es Ihnen. Jetzt hatte ich hier nämlich Links erstellt. Sie sehen hier auch den großen Vorteil von der Wiki-Infrastruktur. Man kann sehr, sehr schnell einfach neue Unterseiten hinzufügen, indem man einfach einen Link angibt zu einer Seite, die es noch nicht gibt. Also bei den Vereinbarungen zur Zusammenarbeit kann ich Ihnen das zeigen. Sie sehen dann, wenn ich das anklicke, kommt eine neue Seite und dann kann ich jetzt hier die Vereinbarung reintippen und auch der Titel der Seite Vereinbarung ist korrespondiert mit dem Dateinamen der MD-Datei und mit dem quasi mit dem Link-Ziel, das wir hier eingegeben haben. Ich gehe mal hier im Back-Button. Müsste eigentlich gehen. Ich habe hier eine Seite schon vorbereitet. Das kommt in einem der nächsten Videos. Ich hoffe, dass er die jetzt wiederfindet. Also die Datei war schon im Repository. Schauen wir mal, ob er die findet. Genau, den Happiness-Index, den hatte ich hier schon. Also Sie sehen, ich habe hier aus dem Quelltext heraus hier mit Happiness-Index auf eine existierende Datei verwiesen. Also es entstehen nicht immer zwingend neue Dateien, sondern Sie können auch vorhandene Dateien verlinken. Das war mal so das erste Wesentliche zur Landingpage oder zum Projekthandbuch im Projekt. Wie gesagt,
Das Ziel von dem Projekthandbuch ist es, dass dort alle flüchtigen Informationen des Projektes und alles, was Sie so an Doku haben, dort gesammelt wird. Dort finden Sie also Termine, Protokolle, Risikolisten, also all das, was Sie so im Projektalltag brauchen. Und das Ganze sollte so strukturiert sein, dass Sie die Sachen da schnell wiederfinden. Wikis geraten, wenn Sie das Projekt mal so 2, 3 Jahre betrieben haben, auch leicht unter Kontrolle. Nur also, weil Sie dann Wiki haben, heißt es noch lange nicht, dass Sie eine Information wiederfinden. Sie müssen also eigentlich permanent bei dem Wiki darauf schauen, dass das Ding die Struktur behält. Genau das Gleiche gilt für eine Menge von Word-Dokumenten auf Ihrer Festplatte. Auch da nach 2 Jahren Projektlaufzeit ist auch die Menge unüberschaubar. Also egal in welcher Form Sie dokumentieren, Sie müssen immer gucken, dass die Informationen nach 2, 3 Jahren immer noch in Struktur sind und dass Sie da was wiederfinden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.